Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich glaube, ich habe die richtige Stelle gefunden. Ich habe mich auch gerade wieder selbst verbrannt und wieder meine Rüstung kaputt gemacht. Ich glaube, hier war das erste Tor und dann kommt gleich das zweite. Ich habe jetzt wieder eine Stunde verbracht, ich habe mich hier komplett verirrt. Ich habe mal wieder einen Gang nicht gesehen. Das ist nämlich den, den wir nehmen mussten. Genau, hier ist Tor 2. Und genau, dann geht es hier außen lang. Quasi noch tiefer. Lauf mal ein bisschen, müssen nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Schön dunkel hier. Ist das ein Ausgang? Hä? Jetzt bin ich komplett durcheinander. Fuck you. Ich weiß, wir sind einmal in der Mitte irgendwie aufgetaucht. Ach du Scheiße, hier spawnen die wieder. Alter, leck mich doch am... Bestimmt Reserve-T-Shirt. Die ganze Zeit kommt keiner und genau hier ist einer. War das die Geschichte, die wir durchtauchen mussten? Versuchen wir es einfach und runter. Warte mal ganz kurz, warum? Doch, halt. Anzug aber nicht an. Kleinen Augenblick. Bitte tragen. Danke. Zersaufen wir ja gleich. Ruckel, zuckel. Ja, komm. Mir ist kalt, mir ist immer kalt. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig, ey. Ich bin die ganze Zeit immer oben in der Schleife gelaufen. Wir mussten ja irgendwie runter, Richtung Mitte. Ob das jetzt richtig ist, dass wir hier in der Mitte rausgekommen sind, quasi in der Schlucht, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe mal, ich bin richtig. Ich bin der Meinung, ich bin oben in den Norden reingegangen. Wir sind ja durch die zwei Türen durchgegangen. Das muss richtig sein. Mir wird kalt. Ich will langsam raus. Ah, endlich. So. Ablegen. Es ist schweinekalt. Puh, und nicht ins Feuer stellen. Oh, sieht aus mal wie jede Höhle. Die andere Höhle auch. Hier sind wir die besonderen. Genau, ich glaube, hier sind wir richtig. Behaupte ich jetzt einfach mal.
wieder hier sind Kannibalen? Ist es nur einer oder sind es wieder mehr? Ah, Headshots. Wer sagt's denn? Aber den muss ich jetzt leider mal verwerten. Uns gehen langsam die Knochen aus. War hier echt getroffen. Nicht schlecht. Zum Halbdunkeln. Zack. Aus? Nee. Wo sind wir denn auf der Karte? Da unten. Ich finde jetzt eine Verbindung zu unten rechts. Ich will keine Verbindung finden, ich will den Boss finden oder zumindest wissen, mit was ich die Tür öffne. Oh, wir haben noch genug Knochen. Knochen auf Reserve. So. Zack und weiter. Ich fühle mich immer sicher mit Reserveknochen. Es geht mir im täglichen Leben auch so. Fährst du zu einem Date, brauchst du Reserveknochen. Entweder, weil du noch Hunger hast, falls ihr in irgendeinem Lokal seid, wo es nichts Richtiges zu essen gibt, oder um die Frau einfach niederzuknüppeln. Nein, das macht man nicht. Das hat man früher vielleicht gemacht. Heute macht man sowas nicht mehr. Man zeigt seine besten Knochen, um bei der Frau anzukommen. Wie gesagt, im Berufsleben kann man Knochen auch gebrauchen. Kommt der Kollege, der Chef, irgendwie zu dumm. Einfach. Hä? Kassette. So. Hatten wir doch schon. Oh, noch ein Knochen. Wofür kann man Knochen noch gebrauchen? Ja, für Hunde, ganz klar. Und die freuen sich immer auf Knochen. Für Katzen kann man die Knochen auch gebrauchen. Falls sie mal wieder an irgendein Kabel knabbern oder an der Couch kratzen, kann man den Knochen einfach ja, hinwerfen. Lenkt die ab. Wie gesagt, Knochen kann man immer gebrauchen. Ich bin mir immer noch... Ich habe so das Gefühl, wir gehen richtig, aber irgendwie aber auch... irgendwie geht es dann doch woanders hin. Ich dachte nicht, dass es so weit weg ist. Aber die gehauenen Felsen waren damals ja auch da. Ich sag damals, das klingt jetzt so ewig her. Für mich war es ja auch, ist es auch eine Ewigkeit her. Wo ist diese Kacktür? Ich glaube, wenn man Suppen, einige Suppen selber macht, da könnte man auch immer... Die Rinderbrühe mit selber auch mit Knochen benutzen, aber ich weiß nicht, welche Knochen das da reinkommen. Ich koche einfach nicht. Oder zu wenig. Er ist auch kräftig hier reingehauen in den Fels, ne? Hm. Okay. Auch hier ist wieder ein Kannibal. Das hat man in anderen Höhlen eher weniger. Wer lacht, der stirbt. Wo ist der nächste Fall? Naja. Dann essen wir nochmal einen Fischi und trinken.
Tja. Sind wir hier noch richtig? Da rollt irgendwas hin. Ah doch, ich glaube, hier hat man Kannibalen getötet damals. Und da kam ich nicht ran, weil er zu tief im Wasser war. So, wir speichern. Wir sind jetzt Tag... Müsste jetzt Tag 80 sein, ne? 80 Tage im Wald. Ich glaube, unser Kind ist bisher verhungert, ne? Ja, genau. Ich hatte damals den Boden, ja, dass da irgendwie so ein komischer Leuchteffekt ist. Vom Weiten weg. Weiß nicht, ob das von der Lampe sein soll. Nö. Wo immer die Lichtquelle ist. Und hier diese komische, ich weiß nicht, ob das Stahl ist, ob das Stein einfach so reingehauen ist, bearbeitet wurde. Die Kannibalen haben auf jeden Fall was drauf. Ja, da ist die Tür. Wir haben es geschafft. Wo ist es denn auf der Karte nochmal? Oh, doch, da ganz unten. Gott, wir hätten das so abkürzen können, ne? Indem wir einfach in die untere Höhle reingegangen sind, wären. Die ich noch nicht erkundet habe, muss ich dazu auch noch sagen, ne? Wir sind ja mit nördlich angefangen, dann die beiden auf der linken Seite. Und die anderen haben wir noch gar nicht so entdeckt, ey. Na gut, wir sind da. So, jetzt bin ich gespannt. Hat sich der Weg gelohnt? Wir haben diese Keycard. Wir haben diese Tür. Und es geht weiter. Ja, es wird geladen. Wird geladen. Okay. Sowas habe ich ja gerechnet, weil wir ja diese Tür gefunden haben. Das sieht aber nicht nach 80er Jahre aus, aber wir hätten sowieso den Fußtracker. Ja, hier hat jemand eine Bohrmaschine. Wir gehen gleich hoch. Ich will nur kurz gucken, ob hier hinten was liegt. Farbe. Okay, dann schmaddern wir uns mal ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unser Bengel war. Der war so schlecht in der Schule. Dass er handwerklich begabt ist. Na gut, zeichnen kann er ja auch. Hier auch links und rechts weiter. Oh, geht wohl im Kreis. Aber wir gehen mal den Weg vor, den uns, denke ich mal, der, die Leute extra so gebastelt haben. Oder ist das eine Sackgasse? Ach, ist eine Sackgasse. Was haben wir denn hier? Knochen, 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 Medizin. Ich sag doch, Knochen kann man immer gebrauchen. Bist du irgendwo eingesperrt, brauch Knochen. Im Gefängnis kannst du aus Knochen, wenn du im Gefängnis sitzt, kannst du aus dem Knochen durchbasteln. Kannst du auch mit einer Zahnbürste, ich weiß. Aber Knochen kann man gebrauchen. Andere machen Schmuck raus, hängen sich das an die Wand, tragen es als Glücksbringer an der Kette. Da soll mal keiner sagen, man braucht keinen Knochen. Oder packen es ins Museum. Ah ne, hier geht's auch nicht weiter. Hier müssen wir runter, okay. Also wenn ich hier Mitarbeiter sehe, ne? Access Corridor 7, Level G. Also es gibt dann wahrscheinlich mehrere Level. Wenn ich hier Mitarbeiter sehe, den werde ich dann zerhackstückeln. Kann ich die kaputt machen? Die nerven. Kiste, kaputt! Kiste, hi Jugend! Nein. Geht nicht? Oh, automatisch. Okay, aber es gibt weiter. Wieder eine Bohrmaschine. Warte mal. Ach, das Mädchen, was wir ja gesehen haben. Ist das vielleicht meine Tochter oder sowas? Ich weiß es nicht. Noch mehr Farbe. Noch mehr Ausdruck. Kann's aber nicht so richtig lesen. Kann ich da ranzoomen? Schoolfoto. Jessica Cross. Warte mal ganz kurz. Wir haben noch hier die Videos. Ist die auch Jessica? Ne, hier war Megan. Megans Ankunft.
Vielleicht sollen sie das einfach nur zeigen, dass sie verschiedene Kinder hierher geordert oder benutzt haben und mit ihnen irgendwie getestet haben. Die Kannibalen sind doch bestimmt nicht so entstanden, die sind doch bestimmt durch... Oh. Jawohl, wir haben ja Missionare gefunden, die auch schon tot waren und irgendwas angebetet haben. Aber vielleicht durch die ganzen Experimente... Oh, ein Transformer, kann ich ihn mitnehmen? Für meinen Sohn, der freut sich. Nein, darf ich nicht mitnehmen. Was? Mickey tells lies. Böser Mickey. So. Nett, also ein Kind scheint entkommen zu sein. Hat sich hier versteckt. Pass auf, das ist unser Endgegner. Der hat sie alle getötet, diesen Wissenschaftskram hier. So ein Mausschlüssel wäre auch ganz praktisch. Kannst du auch gut Leute mit zerknüppeln? Sackgasse? Sackgasse? Nein. Es geht weiter. B. Was haben wir jetzt für eine Notiz? Hunde. Dass man nie sieht, was man irgendwie abgestrichen hat. Ich merke mir noch nicht, was ich da an Missionen habe. Ich bin noch vergesslich, Mensch. Ja, habe ich schon genug von. Oh, hier lecker. Mal anderes Essen. Alter, Kaffee kochen? Yeah! Daily Drink. Wow. Eine Errungenschaft gekriegt dafür. Oh, hier können wir mal das Geld verbrauchen und uns was zu trinken kaufen. Und Snacks kaufen. Das ist ja nett. Aber lassen wir mal lieber. Kann ich auch das kaputt hacken? Nee. Alkohol haben wir genug. Geld können wir immer gebrauchen. Im Kino was Tolles rum. Noch mehr Essen. Mmh. Das sieht noch so belebt aus hier. Vielleicht leben die noch, doch noch alle. Oder was auch sein könnte, dass sie mit mir hier Experimente gemacht haben. Und wir sie jetzt alle töten? Ich weiß es nicht. Trinken wir nochmal einen Kaffee. Hm, ich habe keinen mehr. Ob sie auch mal eine Spielfigur trinkt, Kaffee. Was das schön ist? Geld. Was ist das? Cool, was will ich haben? Oh, so ein Sessel aus den 60ern. Komm, wir holen uns mal einen Snack hier aus dem Automaten. Das erste Mal, dass wir mit dem Geld mal was anderes machen können als verbrennen. Wow, cool. Mal, da oben geht's nicht weiter. Wir gehen hier. Auf, Sesam, öffne dich. Müssen wir doch da hoch? Oh doch. Ich glaube, es ist hell genug, oder? Ah, die Elektrik funktioniert ja auch noch. Also es kann noch gar nicht lange her sein. Da hat ein Kindchen gemalt. Gucken wir mal runter. Da ist irgendwie nichts Tolles. Hier geht's weiter. Geht aber ganz schön tief runter und da haben wir schon wieder ein paar Totenköpfchen. Eindeutig mehrere Kinder. Eindeutig. Okay. Oh, so ein Flugzeug. Das will mein Sohn auch haben. Und so ein Bötchen will ich haben. Ey, wenn ich jetzt noch eine Keycard brauche, drehe ich euch den Hals um. Hm, ich kann aber irgendwie... Finde Timmy, ja, finde ich immer noch. Tote Höhle, feuchte Höhle. Feuchte Höhle ist immer woanders.
Wir sind kurz davor, verrückt zu werden, ne? Geistige Gesundheit, 1%. Aber ich weiß jetzt hier nicht, haben wir irgendwas? Das war eine Höhe. Was ist denn gerade? Lucky Numbers. Kann ich da was eingeben? Okay, das Kind hat nicht überlebt. Die Barbie-Puppe oder sowas. Wollen wir nicht hier so ein Bot, so ein Autobot oder Kastenbot. Wir haben noch ein paar Kinder nicht überlebt. Oh, hier die Tür ist offen. Die mag ich nicht. War mal kleine Babys von diesem Mutantenvieh. Das zeigt uns, das ist hier die Krabbelgruppe, denke ich mal. Spielt aber jemand komische Barbie-Spiele? Da sieht es schon dunkler aus. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier den Gang lang. Ist auch gar nicht klein hier, die Forschungsstation. Okay, hier hat es die Mitarbeiter erwischt. Warum sehen die so komisch aus? Das ist auch Kannibalen. Was denkt ihr, was man jetzt machen könnte? Geht nicht. Schade. Kein Kontakt. Hallo, ich bin nur zu Besuch. Ich bin der Neue. Auch Melder? Okay, das ist, ach du Scheiße, es ist so ein Mutantenvieh. Großes. Wir haben eindeutig Tests hier gemacht. Und auch diese Mutanten erschaffen. Definitiv. Und das ist da so einer. Kommen wir gleich zu. Ein langer Gang. Ich überlege nur, wie ich jetzt hier Rückzugsmöglichkeit habe. Und, wir essen mal was. Wir brauchen ja Energie. Ja, ich gesehen. Oh, ich bin ja rot. Kannibalen greifen mich ja nicht an, aber... sind das vielleicht zwei? Ich greife ihn jetzt einfach an. Brenne! Irgendeine Errungenschaft haben wir gekriegt. Ist mir aber jetzt gerade wumpe. Ich kann nichts gucken. Make it rain. Erfolg mir! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Sei ein netter Mutant und... hin? Ja, komm doch her! Jetzt glitscht da komisch rum. Zappeli rappeli. Hä? Was war das denn? Magie? Na gut, dann ist er halt weg. Ich schau mich ja weiter um, also. Wenn er nicht will. War hier noch was? So duster hier. Ich glaube, das riecht so ein bisschen nach Endgegner hier. Kann ich dich auseinanderpflücken? Hier ist zu. Schade, ich wollte eigentlich Mutantenhaut haben. Aber wie gesagt, es riecht nach Endgegner. Es riecht nach Endgegner. Oh. What ist das? Was haben die da mit den Menschen gemacht, alter Schwede? Ein Raum voller Biomasse. Mit Nasen, Augen. Krasse Scheiße.
Lebt das noch? Gott. Wie soll ich sowas besiegen, ey? Ich hätte jetzt gern langsam ein Zelt, wo ich speichern kann. Noch mehr Kleinkinder? Okay, Megan scheint wohl unser Gegner zu sein, ne? Okay, hat ja irgendwie das groß kaputt gemacht. Ah, wir hören friedliche Musik, das heißt, es ist nicht friedlich. Trinken wir nochmal was? Nein. Trinken, du sollst. Katana. Da kämpfen wir gegen unseren Sohn. Bei Megan Cross. Megan, ich finde dich. Und warte mal, wir werden nochmal noch eine Rüstung anziehen. Megan, ich komme. Ich glaube, wir sind in der Falle. Objekt 37B5. Objekt 82C6. Ja. Slideshow. Matthew Cross. Hat er seine eigene Tochter dafür benutzt? Ist ja ein Sack. Tja. Ach, die geht auf. Okay. Observationslevel. Ach du Scheiße. Cave Systemlevel. Jawohl. Scheint ja riesig zu sein, ne? Das Ding müssen wir wahrscheinlich auch noch finden. Ich schaue mich hier gerne mal überall um, also. Es ist auf jeden Fall riesig. Was? Hi, Matt. Ach, das war's schon. Na gut, egal. Oh, wieder Essen. Oh, frisches Essen. Ach ja, ich brauche das Feuerzeug nicht. Danke, Mathilde. Oh, da hängt noch ein Professor rum. Ich höre wieder meine Kannibalenfreunde. Ah. Er hat einen Knochen in der Hand. Nee, einen Stock. Hey ho, let's go! Komm her, komm her, komm her! Ach ja, ich hab das rote Zeug hier noch an, ne? Der hätte mir ja nichts getan, glaube ich. Oh, Megan Cross kann Linus malen. Da sieht das aber im Kasten diesmal anders aus. Das ist bestimmt Matthew Cross, ihr Vater. Boah, kommen wir nicht hin, ne? Kann ich nicht zerschlagen. Schade. Da sind wieder viele Leichen. Okay. Da sind wieder Mutantenbabys. Keine Brennpfeile benutzen. Okay, ich treffe nicht dadurch. Och, dann halt nicht, ey.
Geronimo! Was bewegt sich noch? Hör auf, mich zu erschrecken, du! So, was wurde jetzt wieder weggestrichen? Keine Ahnung, was jetzt hier wieder... Oh, jetzt sind wir langsam. Geistige Gesundheit 0%. Vielleicht bilden wir uns das auch alles ein. Das wäre auch eine geile Geschichte, geiles Ende so quasi. Wir kommen hier rein, alle sind freundlich zu uns, aber wir ticken voll ab und denken, das sind Kannibalen und bringen sie alle um. Das wäre geil. Dass wir die ganzen Kinder umbringen und so. Da sind noch ein paar drin. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel? Nee. Ey, ist das mein Junge? Ist das Timmy? Hat er mir ein anderes T-Shirt angehabt? Das scheint er wirklich zu sein. Wir haben unseren Sohn gefunden. Nach 80 Tagen. Oh. Ja, Megan wollte mit ihm spielen wahrscheinlich. Er hat sich sogar eine Glatze geschnitten. To-Do-Liste. Steht das wirklich da drin? Finde ein neues Opfer. Ups, Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro gekommen bin. Will das Spiel wirklich, dass ich da reingehe? Oder soll ich da jemanden finden? Gibt da bestimmt genug Two-Second-Artefakte. Mach auf! Nee, pack mal weg. Zweiter. Die haben wir noch nicht gesehen. Kombinieren mit... Zweite Video. Kombiniere nochmal. Das war nämlich, glaube ich, der Ausbruch. Ne? Kombinieren.
Jetzt ausrüsten. Ja, das ist jetzt das neue Video. Ja, Daddy ist dead. Ist das vielleicht... Die dead, jo. Hat Megan bestimmt ihren eigenen Papa umgebracht. Hier haben wir noch mehr rote Farbe. So, keine Ahnung. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da wo rot ist wahrscheinlich auch nicht, aber hier. Ja, hey, Freiwilliger, komm mal her. Komm mal her. Komm, komm. Respektiere meine Autorität. Achso, da ist noch einer. Hey. Ich wollte euch... Oder greifst du mich an, oder was? Liegen bleiben. Dein Zahn gehört mir. Hm. Ja, ich kann die Körper tragen, Mathilde. Aber ich glaube, die kannst du mal verbrennen. Aber ich glaube nicht, dass ich die reinpacken kann. Ja, hast du recht. Wir probieren das mal. Vielleicht kriegen wir durch. Aber guck mal, die rote Fußstapfen. Ich glaube, das ist Megan gewesen. Und wir müssen bestimmt Megan da reinpacken. Also wir könnten es wahrscheinlich auch schnell machen, indem wir uns da rein opfern. Aber es ist natürlich kein Happy End. Na, wir wollen ja mit unserem Sohn die Zeit verbringen. Mach mal den hier. Nee, ich kann den nicht fallen lassen. Ja. Aber ich kann mich selber auch nicht opfern. Das Spiel sieht schon, glaube ich, vor, dass ich mich, dass wir Megan finden. Ne? Teste mal. Nö, Spiel möchte nicht. So. Dann müssen wir Megan einen auf den Arsch geben, glaube ich. Aber Megan ist bestimmt schon erwachsen, wenn nicht sogar irgendwas Großes. Oh, die Fußspuren sind ja klein. Er hat doch Megan, unser Sohn, da reingepackt. Wie viele Kugeln haben wir überhaupt für diese Waffe? 31. So, ich habe sie extra für so eine Situation jetzt aufgehoben. So für quasi das Ende. Den Endkampf. Oh, viele Medikamente brauchen wir alles nicht. Alles brauchen wir. Das Licht. Nee, ich will alles sehen. So, Megan geht nach links, ich gehe aber kurz nach rechts. Oh, noch einen Kaffee trinken. Oh, lecker. Alkohol können wir nicht mehr mitnehmen. Ja, Heinrich möchte auch noch einen Kaffee. Das wäre ganz nett, Mathilde. Alle mal einen lieben Kommentar für die Mathilde schreiben, die macht mir noch einen Kaffee. Ich werde das Video jetzt auch nicht unterbrechen, weil ich weiß nicht, wie lang das hier noch geht. Daddy ist ein rotes Monster. Also wahrscheinlich ihr Daddy. Mal gut, wir sind ja auch gerade rot. Vielleicht sind wir ja auch gemeint, aber ich glaube, die Bilder sind nicht von unserem Sohnemann, die sind von Megan. So, hier brauchen wir gerade kein Licht. Okay. Okay, das ist ein riesengroßer, hübscher Raum. Unter uns ist Stein. Ach, ist das jetzt hier vielleicht der Raum mit dem... Alter, wer baut denn so einen großen Raum für nichts?
hat irgendwas von Blade Runner gerade, finde ich. Da ist er. Ist der echt noch ein Kind? Ja, ich wollte eigentlich die Notiz lesen, was ich machen soll. Das Kind scheint nicht normal zu sein. Hol das Katana raus. Es ist ein böses Mädchen. Was ist das denn, Alter? Wir kacken, Alter. Ja, Scheißendreck. Das ist kein Mädchen mehr. Bringt das überhaupt was? Oh, Mama. Ich kenne das Vieh nicht. Das ist doof. Das ist kacke. Ich mag das nicht. Da hilft dort nur Feuer. Es hilft immer nur Feuer gegen. Megan, komm her. Ich brenne für dich. Ui. Feuer war eine gute Idee, Feuer war eine gute Idee, Feuer war eine gute Idee. Alter Kackvieh. Er scheißt auch diese Babys aus. Alter, leck mich doch! Nee, besser nicht, besser nicht, besser nicht. Scheiße. Wir haben noch Molotov, warte mal, warte mal. Molotov. Molotov Party, Molotov Party. Ach, wir müssen anzünden, ne? Ah! Zünd doch die Scheiße an, Junge! Hat immer noch nicht genug. Es brennt immer. Es brennt. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Willst du mich verarschen? Geh kacken, ey. Aber daneben. Warum stirbt das nicht? Muss ich irgendwas anderes machen? Das gibt's doch nicht. Ich hab doch nicht unendlich Pfeile. Disco Megan, geh weg, ey. Ich stehe nicht auf Disco. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein großes Problem. Upsala. Alter, das gibt's doch nicht. Du gehst mir echt auf den Sack, Megan. Also Feuer scheint irgendwie ein bisschen zu funktionieren, wenn ich treffe. Das Problem, was ich jetzt habe, hier geht die Rüstung weg. Lauf, Junge, lauf, lauf. Es ist hinter uns her. Es ist Megan. Ey, ich treffe auch nicht mehr, ne? Oh.
hinter uns her. Ganz kurz was essen und trinken. Trinken wäre auch gut. Ich dachte nämlich gerade, dass wir vielleicht Megan zu unserem Sohn locken sollen. Aber das ist vielleicht doch nicht der Weg. Megan! Juhu, ich bin weg. Brennt ihr nicht? Jetzt habe ich ja langsam echt die Nase voll. Komm her mit der Pistole. Nein, 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 nicht. Lad nach, Junge, lad nach. Und wir laufen, 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 laufen. Aha! Geh doch tot! Ja, scheiße. Ich glaube, das bringt gar nichts, oder? Irgendwie bringt das nichts. Ich versuche noch einmal. Lad nach. Warum lädst du nicht mal nach? Du Klack. Ah, warten wir noch. Können wir das vielleicht in die Luft jagen, wenn es da drunter steht? Vielleicht müssen wir das ja machen. Okay, das auch nicht. Yes! Alter, hat das gedauert. Was ist jetzt davon Megan? Was kann ich wiederverwerten? So, erstmal lasse ich niemanden zurück. Komm her. Alter, war das ein scheiß Vieh. Nicht, dass hier auch noch sowas werdet. Ich habe da schon zwei Viecher verfangen. Die sterben. Du auch. Ich bring euch alle um. Was habt ihr mein Timmy angetan? Ich bringe euch alle. Alter, dermaßen. Ey, stirb doch mal. Puh. Der war ja ganz schön actionreich. So, was ist da von Megan? Das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Und da können wir Megan wiederverwerten. Super, praktisch. Timmy, ich hab was für dich. Timmy. Hauptsache, sie wird jetzt nicht wach in der Zeit, wenn wir hier sie zurückbringen. Und schlitzt uns auf oder verwandelt sich nochmal oder irgendwie sowas. Weint, brauche sie nicht. Ach. Ich weiß nicht, Mathilde sagt gerade, sie hat Angst und weint. Nein, ist egal. Sie kommt da in den Mixer. Ich hab nur die Befürchtung, dass wenn wir Timmy helfen, dass Timmy sich nochmal in was verwandelt und uns dann aufschlitzt. So. Es ist spannend. Ich pack sie mal rein. Weil die ist ja schon komisch. Dann komische Sache und dann Timmy. Da kommt doch nur was Komisches raus. Ne? Neuer To-Do-Listen-Eintrag. Ich bin ein lebendiges Opfer. Willst du mich jetzt verarschen? Eine weitere Keycard. Wo soll ich denn jetzt hin? Sind wir nicht weitergekommen? Ich raff's gerade nicht. Ah. Ein Schluck Kaffee. Gesponsert von Mathilde. Hey. Es hört hier auch irgendwie nicht auf. Also ein lebendiges Kind wäre ganz cool. Einen Mitarbeiter würde ich auch schon nehmen. Hier geht's weiter. Aber erst gucken wir uns da hinten nochmal die Tür an. Die ist zu. Die haben wir bisher nicht aufgekriegt.
bisschen Erdrutsch. Oh Gott, wo kommen wir da wieder raus? Na, es geht echt mit Klettern weiter. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Opfern konnte ich mich nicht. Wie soll ich denn da eine Leiche zurück oder ein Kind zurücktragen? Seid ihr irre? Megan haben wir gefunden. Jetzt. Aber was soll man noch tauchen? Ah, Tauchzeug, super. Jetzt wollen wir mal eine. Ja, jetzt verlieren wir auf jeden Fall dann auch gleich unsere rote Farbe. Was hat den Kannibalen ja auch nicht mehr interessiert. Hui. Zumindest die Standardform der Kannibalen, die hat mich respektiert. Die anderen mit diesen, mit den Outfetzen im Gesicht, die sich quasi ein anderes Gesicht draufgenäht haben, die haben mich nicht respektiert, die Schweine. Tauchen macht mich durstig, darum trinke ich erstmal was. Ich sehe auch gerade, wir haben ja kaum noch irgendwie Panzerung. Ich muss gleich nochmal im Menü gucken. Wenn jetzt noch ein Endgegner kommt oder so, dann sehen wir echt doof aus. Ja, geilo. Wir machen auch mal Folgendes. Den Rucksack bitte mal kombinieren. Und wir kombinieren mal... Ach, die Pistole ist schon dran. Muss ich mal kurz durchgehen. Oh, warte mal. Wir können mal abziehen. Warte mal. Eins. Ja, zwei. Das. Drei. Bogen. Ah, vier ist schon die Pistole. Super. Munition haben wir noch. 21. Können wir uns leider nicht selber gießen. Dann essen wir nochmal hier was. Vielleicht ist jetzt hinter dieser Tür der letzte Gegner. Wir haben ja eh nichts zum Speichern. Das ist ein Zelt. Wieder dunkel. Ich liebe diese Deckenbeleuchtung. Und hier waren schon mal andere Leute. Könnten wir diese Missionare gewesen sein? Also diese Artefakte, um die es hier geht anscheinend, die wurden schon mal gefunden. Wahrscheinlich noch von irgendwelchen Ureinwohnern, Missionaren, die hier kamen. Auf jeden Fall kann man keine Rückschlüsse von den Klamotten geben oder sagen, aus welcher Zeit die Leichen stammen. Es sind auf jeden Fall ein paar. Aber immer gut, dass ein paar Kletterleute vor uns hier waren. Ja, wir sind hier quasi einmal... Oh, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Wir hätten einfach einmal rechts machen müssen. Und dann hätten wir das hier gesehen. Verdammt, und ich gucke nur nach links. Ah ja, ich wollte nach der Rüstung gucken. Verdammt. Und es geht noch tiefer. Ihr müsst überlegen, wir waren ja oben... Da, wo die Schlucht ist, sind wir ja runtergetaucht, glaube ich. Ne? Wir sind auf jeden Fall ganz, ganz tief. So, jetzt gucken wir ganz kurz nach Rüstung. Wir haben noch eine Knochenrüstung und eine Mutantengeschichte in Reserve. Und eine Knochenrüstung können wir uns basteln. Dann sind wir voll ausgerüstet, haben aber nichts mehr auf Reserve, außer Echsenhaut, die uns tarnt. Die hält aber keinen Schaden ab. So. Warum leuchtet er das an, wenn wir von da gekommen sind? Willst du mich veräppeln?
Ja, und wo jetzt hin? Achso, ich bewege das Teil. Scheiße. Aber ich denke mal, hier geht's irgendwo lang, oder? Haben diesmal keine Bretter, die uns den Weg zeigen? Da müssen wir da irgendwie drauf. Warte mal. Weil es ja irgendwie alles miteinander verbunden. Vielleicht kommen wir ja irgendwie drauf. Warum hat er eine Taschenlampe wieder an? Ich sehe so nichts. Aha, pass auf. Geht drauf. Nee. Hä? Erstmal ziehen wir den Tauchanzug wieder aus. Da dauert. Verbraucht Sauerstoff. So, Räumchen. Was willst du mir hier sagen? Wir sind von da gekommen. Können wir den hier umdrehen? Wenn die andere Seite leuchtet? Nee. Tauch mal lieber so, da. Ach, hier sind sie sogar unten. Warte mal. Zeigt sogar eine Richtung an. Ah. Danke. Dufter Typ, du. Echt? Dank dir. Dein Tod hat einen Sinn gehabt. Ja. So, sind wir hier drauf? Und nu? Ich verstehe echt nicht, was ich hier machen soll. Gerade, ja, das ist hier einfach ein schöner Stein, ja. Das ist ja der Hammer. Aber der Weg führte doch nach unten. Da gibt es ja irgendwie in der Mitte noch eine Möglichkeit, tiefer zu tauchen. Irgendwie nicht, ne? Bestimmt irgendwas wieder übersehen. Aber er zeigt ja in die Richtung, der coole Typ. Na, da sind wir ja drauf gegangen. Tauch mal hier einmal rum. Aber es sieht nicht aus, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Hm. Ja, wenn wir hier nicht weiterkommen, dann gehen wir einfach mal kurz zurück. Ablegen. Mach mal Licht. Hm. Tja, wir sollen ja den zweiten... dieses zweite Artefakt finden. Jetzt bin ich doch nicht im Kreis gelaufen. Aber von da sind wir doch gekommen, oder? Sag mal, da hinten ist doch auch ein Übergang. Oh, vielleicht geht das ja doch weiter. Gucken wir mal auf der Karte. Bin mir gerade nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob wir doch hier waren. Ich gehe jetzt hier trotzdem mal ein Stück zurück, um sicher zu gehen. Nee, hier waren wir doch nicht. Bin ich langsam wieder verwirrt. Das ist manchmal. Die Höhlen bringe ich manchmal echt durcheinander. Haben wir bei so einer Lampe? Warte mal, ich lasse die Karte mal offen. Geh mal jetzt da in diesen Bereich rein. Ich glaube, hier waren wir nicht. Okay. Deckt sich da so langsam auf. Oder waren wir doch hier? Ich bin hier langsam durcheinander. Ich glaube, ich muss mal abspeichern.
Will nur gucken, ob mir das hier bekannt vorkommt, ob ich hier war oder nicht. War ich? Ach, Mathilde, ich war hier. Ach, scheiße. Stimmt, nee, ich war hier nicht. Ich bin in so einen Flur reingegangen. Also wir sind doch richtig. Sieht nur alles gleich aus, wenn wir wieder aus hier. Ach, guck mal, ein paar Köpfe von Mitarbeitern. Das links ist Kevin und das rechts ist doch Paul. Den kennt man doch. Ah? Ey, man kann Fußball spielen. Oh, nee. Wo ist er denn? Nein, ich mache einen Rückpass. Ab nach vorne. Oh, kann man nicht. Kevin will nicht mitspielen. Oh, wir haben Hunger. Was essen wir? Echse oder Kaninchen? Ach komm, Kaninchen. Dazu mal ein bisschen Wasser, weil die ganze Zeit Limonade trinken, das macht er nun dick. Okay. Ich möchte Megan nochmal haben. Es scheint hier jetzt ein bisschen böser zu sein. Naja, kämpft mal gegen irgendeine Form aus Menschenmasse. Mal Drinks kaufen. Was haben wir da noch? Komm. So gab es auch eine Errungenschaft. Da haben wir 9. Einen lassen wir mal weg. Ich glaube, es ist der Gang, wo mit diesen ganzen vielen Menschenleichen, die ich gesehen habe. Ah, hier hängen noch ein paar Köpfe. Wenn wir uns zusitzen. Ah, der hat auch ein Kruzifix im Mund. Leugne nicht das Wort Gottes. Jo, schrumpelig. Die sind ja schrumpelig. Und das kommt davon von zu viel Gruppensex. Oh, wir können uns die Leichen sogar betrachten, die wir uns hier hinsetzen. So, oh ja, toll. Hm, tolles Design. Hm. Bisschen Schmadder an der Wand. Schmadder auf dem Boden. HDMI. Hm. Hier haben wir schon Kaffee. Wir brauchen einen Reservekörper für unseren Bengel. So. Oh, das können wir abschlagen. Ups, das wollte ich gar nicht. Das brauche ich nicht. Kaputt. Oh. Das ist dasselbe Zeug, was ich nicht brauche. Okay. Also hier hinten nimmt jemand Abkürzungen. Aber lebendige Mitarbeiter haben wir noch gar nicht gefunden. Alter, es geht noch tiefer. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Ach, dafür die goldene Karte. Und diesen ganzen Weg müssen wir später wieder zurücklaufen. Ey, ich kotze jetzt schon. Und es wäre mal ganz toll, wenn wir langsam mal hier so einen Safe-Punkt bekommen. Denn mir knurrt langsam der Magen. Okay, diesmal ging es nicht nach unten, es ging nach oben. In dem Schneegebiet? Cool, wie das so
auf dem Glas quasi fällt und wieder schmilzt. Man sieht zwar kein Wasser, was da irgendwie lang fließt dadurch, aber nett gemacht. Kann ich es kaputt schlagen? Nö. Aber von draußen hätte man es wahrscheinlich nicht gesehen. Ich hätte jetzt gerne die andere Karte. Pass auf, dieses Gebäude sieht aus wie ein Berg. Jetzt weiter. Da unten. Da unten, das ist, da haben wir unsere Bötchen abgestellt. Da unten in der Bucht. Das müsste die Bucht sein. Da hinten ist nämlich das tiefe Loch. Da, wenn man jetzt an der Wand hier lang guckt, unter der anderen Decke drunter. Das müsste das Loch sein. Und da ist ja unsere Basis. Also wir gehen hier zickzack. Wir sind hier vorne reingegangen, dann wieder runtergegangen, dann wieder hochgegangen. Und das sieht jetzt komplett spacig aus. Und das ist das, was wir im Video gesehen haben. Mhm. Gut, das sieht wieder aus nach Endgegner. Ich esse mal was. Wir brauchen Ausdauer. Sieht aber anders aus als das, wo Timmy drin war. So, ach, da gibt es hier einen Fahrstuhl. So. Ich hätte mich erstmal umgucken sollen, bevor ich da was eintippe. Ey, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich hab doch keine Rüstung mehr. Okay. What shit? Da ist so ein blauer Schirm auf einmal. Ich würde gerne noch mal gucken. Danke. Hier sind leere Dosen. Flugzeug. Selbe Transformer. Okay. Und weil es nicht langweilig werden soll, weiter hoch. Wir haben noch die rote Farbe. Praktisch. Ach, ich sehe auch gerade, wir haben schon in der Mitte von unseren Verteidigungswerten, diese vier sind schon Echsenhaut. Das haben wir am Arm gesehen. Wir haben eindeutig zu wenig Mutanten, das ist ja rosa, und so eindeutig zu wenig Knochen. Ich hoffe mal, dass es kein großer Gegner kommt, nicht so wie Megan, weil dafür sind wir einfach nicht ausgerüstet. Fehlt wieder Licht. Sind wir hier runtergefahren? Jetzt sind wir da. Ich bin verwirrt. Be a good neighbor. Ganz viele Bücher. Ist so ein Lager. Knochen und Mutantenfleisch habt ihr nicht rein zufällig hier stehen. Schade, hätte sein können. Wie gesagt, Knochen kann man immer gebrauchen. Ich hab's ja vorhin schon gesagt. Alkohol. Alkohol können wir auch gebrauchen. Wir haben ja ein paar Molotow-Cocktail weggeworfen. Kann man Sprengstoff werfen? Wir haben das, glaube ich, noch nie benutzt. Also viel. Scheiße, Brandpfeile brauchen wir auch. Nee, nicht den Bogen packen. Wir. Man muss sich ja vorbereiten, ne? So, mehr Alkohol haben wir nicht. Jetzt brauchen wir das Zeug, was hier ist. Kaffee können wir auch gebrauchen. Machen wir nochmal eine Portion Pfeile. Das sollte erstmal genügen. Unsere Superknüfte haben wir auch. Ein Zelt wäre langsam teuer. Ich würde mich über ein Zelt oder ein Bett würde ich mich freuen, wo ich mal speichern kann. Die Aufnahme, solange wie sie jetzt ist, ist egal. Ich werde sie nicht schneiden. Die bleibt einfach so. Ich finde es gerade richtig spannend und möchte ich auch nicht da irgendwie unterbrechen. Das ist bestimmt für euch genauso spannend wie für mich. Endlich. Ah, hier ist wieder die Bibel. Hier sind ganz viele. Hier waren bestimmt, das haben wir die, ach du Jemine.
Wie funktionieren die Fahrstühle auch, dass sie uns von einem Ort in den anderen bringen? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Mann, oh Mann. Wenn ich das in echt spielen würde, dann würde ich ganz schön abnehmen. Und zunehmen, weil ich immer alle 5 Minuten Hunger habe. Nee, ich kann nicht einhändig mit dem Seil klettern und nebenbei noch mit der Funzel rumfunzeln. Ja. Tauchen auch noch. Jungs, wollt mich auf veräppeln. Oh, dann geht doch die rote Farbe flöten. So, tauchen! Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Toll, das muss ich mir erstmal merken. Hä? Kommen wir irgendwie nicht weiter. Okay. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir da nur den einen Weg haben. Und hier ist auch schon wieder zu Ende. So, uns ist aber kalt. Wir müssen schnell zack ablegen und schnell mal ein Feuerchen basteln. Oder wir gehen nochmal 5 Meter. Vielleicht ist er ja ein Zelt oder so. Hatten wir ja manchmal in Höhlen. Aber diesmal... Ach du Scheiße, ihr wollt mich echt verarschen. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten, wo wir lang gehen können. Ich hasse es. Mal an. Was kostet denn hier diese einzelne provisorisches Lager? Ich glaube, das baue ich jetzt einfach mal, weil mein Magen echt sehr knurrt. So, und ich würde jetzt sagen, hier speichere ich jetzt nicht nur. Wir machen hier wirklich mal einen Break. Das Video geht mir echt schon eindeutig zu lang. Und wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, wo wir lang gehen können. Wir können hier ein bisschen tiefer gehen und wir können da, ja, da weiterschauen. Darum werde ich sagen, abonniert, kommentiert. Wenn ihr wisst, wo es weitergeht, links oder rechts, dann schreibt es mal runter. Dann muss ich nächstes Mal nicht einfach jetzt einen Weg nehmen. Egal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.